Heute bei RFH. Mit Ausdauer und Präzision durch den Sommerbiathlon beim Skiclub aus Köthen. Wandern und zur Ruhe kommen. Neue Ruheoase im Grubecker Klostergarten. Kompanie Magdeburg 09 präsentiert Sommertheater zu Shakespeares Macbeth. Den Wikingern auf der Spur im dänischen Westseeland. RFH. Einfach näher dran. Wer an Sport in Mitteldeutschland denkt, dem kommen vermutlich als erstes Handball und Fußball in den Sinn. Aber unsere Region hat sehr viel mehr zu bieten. Man mag es kaum glauben, aber in Köthen gibt es beispielsweise einen Skiverein. Hier praktiziert man den Sommerbiathlon. Auch wenn der Name auf den ersten Blick wie ein Widerspruch in sich wirkt, erfreut sich der Sport in Köthen sehr großer Beliebtheit. Über 100 Mitglieder zählt der Skiclub 1927 Köthen e.V., wie uns Kerstin Finze, sportliche Leiterin des Vereins, verriet. In unseren Breitengraden gibt es also schon lange die Möglichkeit, Ski zu fahren, auch ohne Schnee. Die Kinder haben meistens Skiroller im Sommertraining dran oder laufen auch zu Fuß zum Sommertraining. Natürlich müssen wir auch heute immer wieder improvisieren und uns irgendwelche Sachen ausdenken. Skifahren auf dem Schnee ist schon eine sehr anstrengende Angelegenheit. Diesen durch Asphalt auszutauschen ist dann eine zusätzliche Schwierigkeit, die den Athleten so einiges abverlangt. Abhärtung lautet hier die Devise. Ein guter Biathlet sollte unheimlich viel Willen mitbringen. Wir sind ein Autosportort und da ist es auch mal kalt oder mal richtig heiß. Da ist es auch mal windig und da darf ich halt nicht so ein kleines Weichei sein und sagen, jetzt gehe ich lieber nach drinnen und setze mich vorm Fernseher. Ich sollte auch ein bisschen sturzfest sein, weil der ein oder andere fällt beim Training auch mal hin. Und beim Rollern, Sie sehen ja selber auf dem Asphalt, wenn ich dorthin falle, da ist eben gleich mal der Putz runter und da kommt auch gleich mal ein Tropfen Blut raus. Auch bei den Sportgeräten gibt es logischerweise den ein oder anderen Unterschied zum Winterbiathlon. Auch wenn Stöcke und Gewehre auch hier zum Einsatz kommen, bewegen sich die Sportler natürlich nicht auf normalen Skier über den Asphalt. Da wir ja zurzeit keinen Schnee haben, trainieren die Kinder auf Skirollern. Es gibt zwei verschiedene Typen. Einmal habe ich den Klassik-Skiroller, der vorne auch eine Sperre hat, mit der ich die klassische Technik laufen kann, das heißt Diagonalschritt und Doppelstock. Deswegen auch das Spurrädchen vorne dran. Die Bindung ist genau die gleiche wie im Winter. Wir haben hier ein Luftgewehr, ein Solo-Modell für den Kindern. Wenn ich 12 Jahre alt bin, darf ich Luftgewehr schießen, was von der Aufbau her ähnlich ist dem Kleinkalibergewehr im Winter. Bei der Familie Finze hat das Skifahren im Sommer Tradition. Vor Kerstin Finze war bereits ihr Vater Lothar ein leitendes Mitglied im Verein. Er erinnert sich an die Zeiten, als man sich noch allerhand einfallen lassen musste, um in Köthen eine Wintersportart zu betreiben. Und an die Blicke, die man damals für seine außergewöhnlichen Methoden geerntet hat. Das Interesse ging so weit, dass wir in Köthen uns eine Nadelbahn gelegt haben, am Güterbahnhof in Köthen. Eine Spur ausgehoben, Grasnarbe raus. Wir sind in den Harz gefahren, dort in die Nähe von Blankenburg und haben säckeweise Kiefernadeln zusammengehakt und nach Köthen transportiert, haben die dann in diese ausgehobene Spur eingelegt und konnten darauf im Sommer mit Ski trainieren. Es war unheimlich anstrengend, weil ja der Gleiteffekt nicht da war, aber das zahlte sich aus. Im Winter waren wir vorne bei den Meisterschaften. Bekannter ist vielleicht noch der Bernd Arnold, der 1976 aus der Trainingsgruppe mit Waldemar Czopinski um die Olympiateilnahme Montreal gekämpft hat und mit 14 Sekunden die Olympia-Qualifikation nicht geschafft hat. Sonst wäre damals schon ein Köthner Starter zur Olympia gefahren, von uns aus dem Verein. Bernd ist also umgeschwenkt vom Langlauf zum Marathon, ist dann Marathon gelaufen. Und dann hätte vielleicht nicht jeder gerufen, nennen Sie Ihren Sohn Waldemar, sondern nennen Sie Ihren Sohn Bernd. Und der Erfolg gab ihnen recht. Im Verlauf der Jahre hat man in Köthen eine beeindruckende Anzahl von Titeln sammeln können. Juniorenweltmeister hat man ebenso hervorgebracht wie DDR und deutsche Meister. Seit 1990 haben wir mehrere Kinder zur Sportschule geschickt, an die Bundesstützpunkte. Das ist der Johannes Wolf, der immer noch am Bundesstützpunkt in Clausthal-Zollerfeld trainiert. Franziska und Stefanie Hildebrand, die sicher dem einen oder anderen bekannt ist, die auch nach Clausthal-Zollerfeld gegangen sind an den Bundesstützpunkt. Peter Hoffmann und Christoph Finze, die nach Altenberg an den Bundesstützpunkt gegangen sind. Eine Angela Brehme, die Platz 6 im Schülercup Langlauf belegt hat.
wenn wir dort weitergehen. Wir hatten Schülercup-Sieger, der Christoph Finzer hat seine Altersklasse im deutschen Schülercup im Biathlon damals beherrscht, musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören, hat die Seiten gewechselt und ist jetzt amtierender Nachwuchstrainer, angestellt beim Deutschen Skiverband Biathlon in Altenberg, also ist seiner Sache treu geblieben. Vielleicht gibt es ja mal einen Köthener Bundestrainer, mal gucken. Wir wünschen den Skiclub 1927 Köthen e.V. jedenfalls alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Großeinsatz in Quedlinburger Gartenspat. 300 Meter Schlauch müssen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Quedlinburg am Dienstagabend einsatzbereit machen, als sie gegen 23.30 Uhr in die Gartenanlage Taubenbreite gerufen werden. Eine Gartenlaube steht lichterloh in Flammen. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte der Pächter versucht, das Feuer mittels Gartenschlauch zu löschen. Gerade noch rechtzeitig gelang es den Einsatzkräften, eine Propangasflasche aus der brennenden Laube zu bergen. Ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Laube konnten die Kameraden der Feuerwehr allerdings nicht mehr verhindern. Innerhalb weniger Minuten waren die Flammen unter Kontrolle gebracht. An dem Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Quedlinburg, die Ortsfeuerwehr Gernrode, der Quedlinburger Rettungsdienst sowie ein Funkstreifenwagen der Polizei beteiligt. Über die genaue Schadenshöhe ist bisher nichts bekannt. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Der Samstag wird ein schöner sommerlicher Tag, unterstrichen von einer leichten Brise aus östlicher Richtung. Bereits am Morgen sind nur wenige Wolken am Himmel, sodass sich der Sonnenaufgang in seiner vollen Schönheit bei 15 Grad zeigt. Zum Mittag klettern dann die Werte auf 27 Grad. Im weiteren Tagesverlauf kommt es zu keiner weiteren Veränderung am Wetter, es bleibt sommerlich schön. Mit dem Sonnenuntergang lässt sich der Sternenhimmel bei 17 Grad und fast Windstille beobachten. Der Sonntag wird ähnlich mit einem Tageshöchstwert von 28 Grad. Team Konrad, Service mit Tradition seit über 80 Jahren. In unserem erweiterten und modernen Autohaus in Halberstadt präsentieren wir Ihnen aus der abwechslungsreichen Welt von Kia die richtigen Begleiter für jede Lebenslage. Unser Team im Verkauf, bei der Finanzierung und im Service kümmert sich kompetent um Sie und Ihr Fahrzeug. Egal ob Inspektion, Wartung oder Reparatur, da sehen wir genau hin und erledigen das. Gründlich, günstig und schnell. Auch für Ihr Fahrzeug. So sorgen wir für zufriedene Kunden. Hallo, mein Name ist Alfred Konrad und ich lade Sie ein, die Welt von Kia in unserem Hause zu entdecken. Kia Motors, the power to surprise, mit 7 Jahren Garantie. Bei Ihrem Team Konrad. Alle Liebhaber der deftigen Küche sind im Hotel Stubenberg an der richtigen Adresse. Denn hier gibt es mal wieder Schwein am Spieß. Natürlich so viel ihr schafft. Das Team lädt alle Hungrigen am Samstag, den 23. Juli, zum All-You-Can-Eat-Angebot in den idyllischen Biergarten ein. Hier wird garantiert jeder satt. Voranmeldungen sind erwünscht, also greifen Sie direkt zum Telefon. Zwischen Quedlinburgs historischer Alt- und historischer Neustadt gelegen, ist das Prinz Heinrich der Anlaufpunkt für jeden Genießer. Erleben Sie schöne Momente an der Bar, in den kleinen, gemütlichen Nischen auf einer der beiden Ebenen im Restaurant oder auf unserer idyllisch am Mühlgraben gelegenen Terrasse. Wir zaubern Ihnen täglich eine deutsch-mediterrane Küche auf den Tisch. Mit frischen Produkten aus der Region, gewürzt mit Kräutern aus dem eigenen Garten. Verbringen Sie gemütliche Stunden mit Cocktails, guten Weinen und ständig wechselnden Bierangeboten vom Fass. Besuchen Sie uns und lassen Sie bei einem guten Essen alles andere hinter sich. Ihr Stadtrestaurant Prinz Heinrich in Quedlinburg. Yippie, yippie, yippie! Möbel Müller beschert Ihnen Entspannung pur mit den neuen Wohlfühlmatratzen aus dem Hause Tempur. Mit einer Tempur-Matratze finden Sie Ihre ideale Schlafposition. Sie bietet Ihnen perfekten Druckausgleich und gibt Ihnen so ein Gefühl von völliger Schwerelosigkeit und schenkt Ihnen den besten Schlaf, den Sie je hatten.
Und damit Sie Ihre Tempur-Matratze noch besser genießen können, erhalten Sie beim Kauf ein Tempur-Schlafkissen nach Wahl gratis dazu. Wenn Sie sich für eine Tempur-Matratze und einen Tempur-Rahmen entscheiden, erhalten Sie von Möbel Müller eine Tempur-Decke und ein Tempur-Schlafkissen gratis dazu. Sparen Sie bis zu 542 Euro. Natürlich auch mit der Möbel Müller 0% Finanzierung. Rasen? Das gibt's jetzt auch im Internet. Surfen mit bis zu 400 Mbits im Giganetz von Telekolumbus. Mit der Doppelflat für Telefon und Internet. Das ist echte Kabelpower. Schick lahmes Internet in die Kabine und wechsel auf Highspeed. Jetzt ab 19,99. Nur bei telekolumbus.de. Eine Altersvorsorge, da schneidern wir Ihnen gerne ein Angebot nach Maß. Schauen wir uns doch mal Ihre Finanzen an. Gucken Sie mal hier. Wohneigentum ist für Sie als junge Familie natürlich ein wesentlicher Bestandteil im Vorsorgemix. Andere wichtige Bausteine sind Absicherung und Vermögensaufbau. Und mit der Sparkasse sind über 51% Riester-Förderung drin. Dazu ein paar Aktien oder Fonds. Hallo. Mami, Mami, die Sparkasse ist ja eine Riesenbank. Ja, Schatz, aber bitte fass nichts an, ja? Für jeden die passende Altersvorsorge. Sparkassenfinanzgruppe. Deutschlands Nummer 1. Highspeed für die bunte Stadt. Das Wernigeröder Unternehmen Heuer und Sack bietet schnelles Internet und Telefon über das eigene Funk- und Breitbandkabelnetz. In Wernigerode und den Ortsteilen Benzingerode, Minzleben, Reddebar, Silstedt sowie in Heimburg und auf dem Brocken. Bis 25 Mbit pro Sekunde Download und bis 8 Mbit pro Sekunde Upload sind je nach Tarif und technischen Bedingungen verfügbar. Sie bekommen eine echte Flatrate ohne Datendrosselung. Informieren Sie sich in unserem Fachgeschäft in Hasserode oder unter Telefonnummer 03943 90 50 55. Wird Deutschland Europameister, dann gewinnen auch Sie. Und zwar 2 Monate Highspeed surfen und telefonieren gratis. Jetzt ab 19,99. Nur bei telekolumbus.de. Wandern und zur Ruhe kommen. Neue Ruheoase im Drübecker Klostergarten. Gemeinsam enthüllen Dr. Klaus George vom Regionalverband Harz und Ilsenburgs Bürgermeister Dennis Löfke den neuesten Hingucker im Drübecker Klostergarten. Als eine von 15 Exemplaren soll die Engelsbank unweit des Klostercafés Besuchern und vorbeikommenden Wanderern eine Oase der Ruhe bieten. Entworfen hat sie der Blankenburger Künstler Werner Flick. Auf Initiative von Axel Lundbeck und seiner Frau Claudia kommen die Bänke nun nach und nach entlang des Harzer Klosterwanderweges auf ihre Plätze. Zur Feier des Tages spricht der Pfarrer im Ruhestand ein kleines Gebet. Möge dich ein Engel auf deinem Weg behüten und dich vor Dunkelheit bewahren. Möge er deine Sorge tragen helfen und dein Leben von innen her erleuchten und erwärmen und dir Gewissheit schenken, dass es gut ist, dass es dich gibt. So segne euch und alle, die auf dieser Bank Platz nehmen, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Wir gehen seit einigen Jahren im Ruhestand jetzt auf dem Harzer Klosterwanderweg und leiten Pilgergruppen. Und dadurch sind wir dann auch mit den Touristikern in Verbindung gekommen und da kam der Impuls, könnt ihr nicht was tun, um den Klosterwanderweg noch ein bisschen aufzuwerten, damit er auch überregional ein bisschen bekannter wird und noch attraktiver wird, darauf zu laufen. Und mit dieser Pilgergruppe haben wir ein bisschen rumgesponnen und kam dann schließlich die Idee, diese Engelsbänke zu bauen, aber wie das im Einzelnen gehen könnte, da fehlte mir die Fantasie. Da war ich sehr dankbar, dass wir Herrn Fleck noch von Blankenburg kannten. Der hat dann die Zeichnung gemacht, wie so eine Engelsbank aussehen könnte. Und er hat sogar 5 verschiedene Zeichnungen gemacht und wir haben uns dann die ausgesucht, die uns am besten gefielen mit der Gruppe. Und haben dann in Goslar auch in dem Werkhof für Jugendliche in den goslarschen Höfen, in der Werkstatt, einen Partner gefunden, die diese Engelsbänke auch tatsächlich bauen konnten. Denn das ist nicht so ganz einfach, die auch tatsächlich zu bauen. Und dann haben wir mit der
Gruppe nochmal überlegt, wo können diese Bänke alle stehen, und haben 15 Standorte insgesamt definiert. Und das ist jetzt der 8. Standort, wo eine Engelsbank heute eingeweiht worden ist mit großer Beteiligung hier aus Drübeck. Und das ist natürlich wunderbar. Wir freuen uns sehr, dass das so möglich war. Und überall auf den Engelsbänken steht ja auch was drauf. Hier in Drübeck, das ist ja eine Bildungseinrichtung, darum haben wir hier drauf geschrieben, Gott gebe dir ein weises Herz. Und dann kommt hier unten natürlich noch ein Schild drauf mit dem Spender. Da sind ganz verschiedene, viele Sponsoren dabei. Und dies hier ist jetzt gefördert vom Quedlinburger Regionalverband Harz. Die Gestaltungsidee ist dabei denkbar simpel. Auf der Engelsbank soll man sich nicht nur ausruhen, sondern auch Kraft und Energie tanken. So, als ob ein Engel schützend die Flügel um einen legt. Spontan folgen aus der Andacht in der benachbarten Kapelle zahlreiche Gäste zur feierlichen Enthüllung der Bank. Und wie es unter Pilgern so üblich ist, wird untereinander geteilt. So, kommen Sie alle her, jeder kriegt ein Stück. Claudia Lundbeck verteilt ein Pilgerbrot unter den Teilnehmern und verbreitet so den Geist des gemeinsamen Erlebnisses. Pilgererfahrungen haben die wenigsten von ihnen, was sich bei Gelegenheit aber ganz schnell ändern könnte. Dabei geht es um weit mehr als nur die gemeinsame Bewegung in der frischen Luft. Erklären Sie mal jemandem wie mir, der überhaupt alle Jubeljahre, wenn er die Zeit findet, mal wandern geht, was eigentlich Pilgern ist und was das so besonders macht, was das ausmacht für Sie. Ja, Pilgern, ich sage das gerne so, ist Wandern plus. Wandern tun ja sowieso viele und das ist schon alleine eine wunderbare Sache. Beim Pilgern kommt noch dazu, dass man zur Ruhe kommt, zur Besinnung. Und ich sagte ja vorhin, frei nach Pape Kerkeling, der dann auf dem Pilgerweg immer die Frage nach sich selbst auch gestellt hat, wer bin ich? Und das ist natürlich eine Grundfrage, die auch heute sehr viele Menschen beschäftigt. Und beim Pilgern gibt es immer kurze Impulse, ein paar Lieder, die wir zusammen singen. Dann mischen wir die Gruppe, dass immer zwei und zwei zusammenreden. Aber lange Strecken geht man auch im Schweigen. Und das alles zusammen mit dieser wunderbaren Natur und dem Erlebnis dieser besonderen Klöster am Klosterwanderweg, die bewirken doch eine Besinnung auf sich selber, auf die Menschen um mich herum und manchmal sogar auf Gott. Und gibt neue Kraft den Menschen, die mit uns laufen. Das ist schon erstaunlich, was die alle darüber im Nachhinein dann uns gesagt haben und wie glücklich und dankbar sie waren, diese 3 Tage jeweils mit uns gelaufen zu sein. Und wir bieten das ja jetzt auch an Ende August. Die letzten 3 Augusttage gehen wir los in der Neuwerkkirche in Goslar und gehen den Weg bis nach Wernigerode mit 2 Übernachtungen in Wöltingerode und in Ilsenburg. Und da kommen wir natürlich hier in Drübeck auch vorbei. 67 Kilometer lang ist der Wanderweg, der Kloster Venthosen in Thale und Kloster Wöltingerode in Fienburg miteinander verbindet. Entdecken kann man ihn entweder alleine oder als Mitglied einer Tour. Alle Wanderungen im Überblick finden Sie online unter www.harzer-klosterwanderweg.de. Schön inspiriert haben. Kompanie Magdeburg 09 präsentiert Sommertheater zu Shakespeares Macbeth. Die Kompanie Magdeburg 09 wird die Landeshauptstadt auch dieses Jahr wieder mit einem Sommertheater beglücken. Und dieses Mal versucht sich das Kollektiv an einem Stück von Shakespeare, und zwar Macbeth, allerdings in einer ganz eigenen Interpretation. Es ist ein neues Stück, also es ist fast jede Zeile selbst geschrieben, mit Ausnahme von 3 Zeilen. Es hat auch andere Akzente. Es hat einen stärkeren, heiteren Anteil. Bei Shakespeare gibt es auch immer ein Miteinander von Tragik und Heiterkeit. Das wollen wir auch bedienen, aber der heitere Anteil ist etwas größer. So werden einige Szenen vom Original entfremdet. Schließlich wäre es dann doch etwas schwierig, eine komplette Schlacht nachzustellen. An der Grundgeschichte und dem Sterben der Charaktere wird sich allerdings wenig ändern. Lass nicht dem einen Mord dem nächsten folgen. Wir haben erreicht, was wir erreichen wollten. Wo denkst du hin? Der erste Schritt braucht nur den zweiten und dann den dritten. Grüff. Kein Ende, wenn man begonnen hat, nach Macht zu greifen. Und natürlich wird es auch wieder musikalisch, unterstützt durch den Komponisten und Pianisten Christoph Deckbar. Bleib still, mein Lieb, wir retten.
retten uns. Es gibt ein Heil in dieser Welt. Es bleibt die Liebe, die uns bewahrt. Es ist das Herz, das uns vereint. Wenn alles Licht uns auch verlischt, es glüht die Glut, ich hab dich lieb. Wir bleiben eins, wenn uns auch stößt der Tod am Ende von Königsthron. Thomas Streipert wird dabei die Rolle des Macbeth übernehmen, begleitet von Mareike Greb als Lady Macbeth, die schon in der Vergangenheit als Choreografin mit der Kompanie 09 zusammengearbeitet hatte. So versucht das Kollektiv, die Balance zwischen der nötigen Ernsthaftigkeit und der angestrebten Heiterkeit zu finden. Mein Macbeth, komm, ich will dich noch mal ins Herz. Was? Mein König, wie sehr verwöhnt ihr mich? Ich möchte den ganzen Abend lang dich drücken, von Herzen gern. Du bist mir so ergeben. Das schafft mir Druck, euren Ansprüchen allzeit Genüge tun zu können. Was packst du? Ein Hoch auf unsere Gastgeber Macbeth und Benko! Hoch! 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 Unter der Regie von Bernd Kurt Götz formte sich so eine bunte Gruppe, ergänzt durch die beiden Neulinge Benjamin Krause und Toni Deutsch. Königempfang mit dem Personal. Horo, hadala, horo, hadala, horo, hadala, hansin, handen. Was seid ihr wieder charmant? Horo, hadala, hansin. Ho. Ho? 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 Drei Sterne. Ein bisschen Acht geben, die Figur. Na, dann hoffen wir mal, dass sich die Zuschauer genauso freuen werden. Und jetzt müssen sie nur noch wissen, wann und wo. Es wird gespielt in der Möllenvogtei ab 11. Juli bis 30. Juli, immer montags bis Samstag um 20.30 Uhr. Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Die Probe ließ jedenfalls schon einmal einiges durchblicken und verspricht ein abwechslungsreiches Stück. Immerhin spielen wortwörtlich ausgezeichnete Schauspieler mit. Ich möchte den Mitarbeiter Schwiesau der Kompanie Magdeburg 09 für besondere Verdienste würdigen mit einem Trikot der Kompanie. Bitte sehr, haben Sie viel Spaß in Ihrem Freundeskreis. Ja? Ja? Die Kölk. So. Er wird viel Spaß, denke ich, in seinem Freundeskreis haben. Ja? Bernd! Ja? Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja? Aktivist? Aktivist ist das nicht, aber sowas Ähnliches. Wir danken, dass MDF1 extra zu dieser Festveranstaltung gekommen ist. Lieber Bernd, vielen Dank. Heute Abend gibt es einen halbwarmen Kaffee. Danke nochmal an dieser Stelle. Veranstaltung im Harz. Die Theater-Highlights im Sommer im Harzer Bergtheater Thale. Das Kinder- und Jugendtheater Fairy Tale präsentiert eine Geschichte voller Abenteuer, Freundschaft und Gefahr. Erleben Sie den Zauberer von Oz in der einmaligen Kulisse des Harzer Bergtheaters Thale. Gehen Sie bis September 2016 mit Dorothy und ihren Freunden auf eine spannende Reise durchs Schlaraffenland. Tickets für die Theater-Highlights in Thale erhalten Sie bei der Bodetal-Information und online auf bodetal.de. Zum 21. Mal heißt es Bühne frei für die Wernigeröder Schlossfestspiele. Erleben Sie vom 29. Juli bis 2. September Klassik, Opern und Konzerte in der historischen Kulisse von Schloss Wernigerode. Los geht's zur First Night am 29. Juli mit Werken von Rossini, Bizet und vielen weiteren. Präsentiert von Juan Carlos Navarro an der Gitarre, gemeinsam mit Almut Herbst im Mezzosopran. Tickets erhalten Sie ab 20 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.pkow.de. Der Name der Rose, das Kulturevent in der Stiftskirche.
Die Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH und das Nordharzer Städtebund Theater präsentieren den berühmtesten Mittelalter-Krimi in der romanischen Stiftskirche auf dem Schlossberg. Es geht um Politik und Macht und eine ungewöhnliche Mordserie unter den Mönchen. Erleben Sie ein einzigartiges Mittelalterspektakel vor atemberaubender Kulisse. Tickets für Der Name der Rose erhalten Sie bei der Quedlinburg-Information am Marktplatz, an der Theaterkasse des Nordharzer Städtebundtheaters oder online unter harztheater.de und eventim.de. Fliesenschreiber in Rieder präsentiert. Rosenstolz-Sängerin Anna R. und ihre neue Band Gleis 8 live in Konzert im Harzer Bergtheater Thale. Große Freiheit. Seid dabei am 12. August. Tickets jetzt bei Eventim. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Den Wikingern auf der Spur im dänischen Westseeland. Diesmal besuche ich den grünen Teil von Dänemarks größter Insel, Seeland. Hier gibt es wunderschöne Natur, natürlich auch ganz viel zu entdecken. Als erstes begebe ich mich auf die Spuren meiner Vorfahren. Ich besuche die Wikingerburg Trelleborg. Und natürlich muss ich auch aussehen wie ein richtiger Wikinger. Hier haben wir ein traditionelles Wikingerhaus aus dem Jahre 980. Und wollen wir mal gucken, wie die damals so gelebt haben. Das war der Platz, wo der König immer saß, Harl Blauzahn. Und man hat ihn dann bedient. Wo ist denn mein Wein? Honigwein oder auch Met genannt. Das war das Lieblingsgetränk der Wikinger. Also von denen hier sagt man, wenn man davon trinkt, dann fängt man an zu singen. Oder die Dichter haben dadurch besser dichten können. Ganz schön spannend, das Leben als Wikinger. Jetzt weiß ich, wie meine Vorfahren damals gelebt haben. Jetzt geht's zurück in die Gegenwart. Denn jetzt will ich hoch hinaus und das geht am besten in Kragerup Go High, Dänemarks erster Hochseilgarten mitten in der Natur. Mega krass, 28 Meter hoch, 1,5 Kilometer lang. Ah, ich freue mich. Das war der Hammer. Ich bin richtig kaputt. Es hat super Spaß gemacht. Und jetzt habe ich Hunger. Und ich habe Hunger auf Fisch. Deshalb besuche ich das schwimmende Café Fiskehuset in Korsør. Ein Fischbistro mit eigenen Räucherei, wo man ganz viele dänische Spezialitäten ausprobieren kann. Und hier ist mein persönliches Highlight. Frisch geräucherte Makrelen. Ich liebe Makrelen. Ein richtig schönes Graubrot mit Butter zu belegen. Dann die Makrele drauf, schönes Filet davon. Rohes Eigelb, frische Zwiebeln, Salz, Pfeffer und einfach so essen. Wenn er frisch gemacht ist, ist das der absolute Knaller. Ein aufregender Tag im Westseeland geht zu Ende. Echt verrückt, was ich alles an einem Tag erlebt habe. Das Halberstädter Küchenstudio mit dem besonderen Service. Individuelle Beratung, professionelle Planung, zuverlässige Montage. Ihr Küchentraum wird Wirklichkeit.
Das Küchenstudio Spiegelstraße präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps. Heute Abend um 19 Uhr spielt die Rammstein-Coverband Völkerball im Bürgerpark in Wernigerode. Man freut sich auf zahlreiche Zuhörer. Die Komödie Zwei Frauen und eine Leiche wird am Sonntag um 20.15 Uhr im Viperti-Hof in Quedlinburg aufgeführt. Erleben Sie eine irrwitzig überdrehte Komödie voller Klischees und Selbstironie. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.harztheater.de. Sträuße binden, Kränze winden. Lernt am Montag von 10 bis 12 Uhr einen kleinen duftenden Blumenstrauß zu binden und findet heraus, welche essbaren Blüten es gibt. Die Kosten betragen 1,50 Euro. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV Teletext ab Seite 301.